Die Sonne taucht die Schneifel in ein mildes Licht. Es ist Anfang März, aber der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. Ganz oben auf dem Schwarzen Mann. Die Schneifel ist eine karge Landschaft. Sie klingt nicht wie andere Gegenden, hat eigene Bräuche und kantige Typen. Prüm ist das Tor zur Schneifel, die größte Stadt mit knapp 6000 Einwohnern. Nördlich davon verläuft der Höhenzug mit dem Schwarzen Mann, dem höchsten Berg. Wer in die Schneifel kommt, sucht die Ruhe und die Weite. So wie er, Helmut Bleffert aus Großlangenfeld. Er spielt wo und wie es ihm gefällt. Eine Menge Tiere interessieren sich auch dafür. Da gucke ich immer sehr nach im Frühjahr. Vögel kommen schon mal gucken. Und wenn jetzt hier Kühe wären, die ständen hier alle einen Meter davor, fassungslos und... Ich bin einfach in das Naturgeschehen mit eingebunden. Und mein Leben ist einfach so gelaufen, dass ich einfach immer draußen war und draußen gespielt habe und die entsprechenden Instrumente einfach so gebaut habe, dass es dahin passt. Zwei- bis dreimal im Jahr kommen Menschen zu ihm, um sich ihre Instrumente selbst zu bauen. Knapp zwei Wochen dauert so ein Kurs. Helmut Bleffert kommt von der Ahr, studierte Malerei in Düsseldorf. Doch die Musik mischte sich immer mehr in sein Leben. Schon mit Anfang 20 zog er in die Schneifel. Baute hier sein erstes Instrument. Ich wollte Stille haben und Einsamkeit und dann ein bisschen forschen, so im eigenen Geist und eigene Idee. Und damals habe ich Radio, Fernsehzeitung, Bücher, Plattenspieler, alles dagelassen. Der Franzose, der macht viel mehr Kurven. Der ist breiter und runder, der ist schöner. In der Klangfarbe. In 40 Tagen geht hier jeder mit lackiertem Instrument nach Hause. Und ich sage immer, das ist 80% Fleißarbeit und die 20%, dass es klingt, da sorge ich dafür. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Also sehr gute Stimmung und sehr viele gute Gespräche über Musik und über das Leben, alles Mögliche. Das Wichtige ist, dass sie daran glauben, dass sie mit eigener Idee eine eigene Kraft ins Instrument reinarbeiten. Und dass je mehr sie loslassen, alles vergessen, was sie darüber wissen, umso besser ist es. Auch hier passiert was mit Holz. Ein Waldstück bei Bleialf. Eine Jugendgang ist unterwegs. Was haben sie vor? Er hier ist der Anführer. Wir sammeln Holz für das traditionelle Burgbrennen hier in Pleialf. Es gibt es im Umkreis noch mehrere. Manche nennen es Hüttenfeuer. Bei uns ist es halt das Burgbrennen. Wir haben insgesamt drei Burgen hier in Pleialf. Wir bauen die Burg des Unterdorfes. Eigentlich ist das Burgbrennen ein Junggesellenbrauch, also reine Männersache. Doch seit ein paar Jahren dürfen auch die Mädels mitmachen.
Freut ihr euch aufs Burgbrennen? Ja. Ja. Was macht euch am meisten Spaß? Also vom Feuer sitzen mit allen gemeinsam sein eigentlich. Im Wald und das Aufbauen. Ja, und da sieht man auch dann sonntagsabend das, was man geschafft hat, so wenn das dann brennt und so. Dass wir danach essen gehen. Eier häschen, das heißt Eier sammeln. Süßes nehmen die Kinder aber auch. Aus den Eiern werden Waffeln und Pfannkuchen gebacken. Die gibt's abends nach dem Burgbrennen. Die Bleialfer Burg soll eine der schönsten der ganzen Schneifel sein. Der Aufbau dauert mehrere Stunden. Fast 15 Meter hoch ist die Konstruktion aus Stroh und Holz. Das Feuer am Abend soll ja schließlich gut zu sehen sein. Das Burgbrennen soll den Winter vertreiben. Auf den Schneifelhöhen werden an diesem Abend Dutzende Feuer brennen. Ob der Winter dann wirklich geht, ist fraglich. Oben auf dem Schwarzen Mann bleiben die Schneewolken auch im März noch hängen. Fürs Skifahren reicht es nicht mehr. Spaß macht's im Schnee trotzdem. Vor allem, wenn man sich drinnen aufwärmen kann. Im Blockhaus zum Schwarzen Mann. André Hillen betreibt die Gaststätte seit 7 Jahren, zusammen mit seiner Frau Silvia. Anfang März. Das ist hier die ruhige Jahreszeit. Die Wandersaison beginnt erst an Ostern. Die Skisaison ist gerade rum. Wir hatten dieses Jahr natürlich ein ganz gutes Jahr. Das beste Jahr seit 2010. Wir haben aber auch schon 3 Jahre hintereinander gar keinen Skibetrieb gehabt. Es ist sehr wechselhaft. Wenn Skibetrieb ist, ist es super. Wir haben viele holländische, belgische Gäste, viele Leute aus der Stadt, die dann kommen. Und das ist dann hauptsächlich am Wochenende. Er ist aus der Stadt gekommen und in der Schneifel geblieben. Volker Rothers hilft am Blockhaus aus. Jahrelang war Köln seine Heimat. Er war Chefreporter einer großen Boulevardzeitung. Hektik, Stress, ein unstetes Leben. Es gibt einen Moment, wo du dich entscheidest. Gut, viele Leute sagen, heute drücken alle in die Städte. Und ich habe in Köln gearbeitet. Und ich war immer an einem Punkt auch beruflich angelangt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt ist Zeit. Hab dann die Zelte in Köln dann abgebrochen und bin hier rauf. Ne? Und auf den alten Bauernhof. Und hab mich so ein bisschen diesem sanften Tourismus verschrieben und auch dieser etwas sanften und ruhigen und langsameren Art zu leben, um eben ein bisschen achtsamer auch mit sich selber zu sein. Ne? Man weiß das ja vorher nicht. Ne? Also ich habe im Job irgendwo gesagt, wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal ausbrennst, also musst du einen ganz ruhigen Ort haben. Für viele ist es vielleicht zu ruhig. Ne? Also im Kontrast zur Stadt ist das natürlich das Ruhigste, was man sich eigentlich denken kann. Vom Blockhaus führt ein Weg in den Wald, zu einem besonderen Ort. Wer den Westwallweg beschreitet, wandert auf den Spuren einer dunklen Vergangenheit. Der Höhenzug der Schneifel war Teil des Westwalds, den die Nationalsozialisten zur Absicherung des Reiches bauten. ...1938 begann die gigantische Bauoffensive im Westen Deutschlands, im Auftrag Hitlers.
deutschen Landes gibt der Führer am 28. Mai 1938 an Heer und Luftwaffe den Befehl zum verstärkten und beschleunigten Ausbau der Westbefestigung. Hinter dieser Front aus Stahl und Beton, die zum Teil in drei Linien und an einzelnen Stellen in vier Linien eine Gesamttiefe bis zu 50 Kilometer erreicht, steht das deutsche Volk in Waffen! Eine Materialschlacht aus Beton und Stahl. Höckerlinien und Bunker entstanden. Nach dem Krieg wurde das meiste gesprengt. Was heute bleibt, ist ein Mahnmal aus Metall, Beton und Moos. Aus dem Wall der Nazis ist ein grüner Wall geworden. Viele Leute schätzen eben auch diese Einsamkeit, dieses bisschen Wild-West-Gefühl, was dieser Westwall und dieser Höhenzug hier vermittelt. Er ist immerhin 15 Kilometer lang, relativ geradlinig und ein eigenes geologisches Konstrukt. Die Schneifel hat Platz für vieles, auch für verrückte Sachen. Wie hier in Niederprüm, am Fuß des Schwarzen Mannes. Der Skulpturenpark hat das ganze Jahr über geöffnet. Der Eintritt kostet 2 €. Das eigenwillige Ensemble gehört zu diesen dreien. Nein, diesen. Hubert. Lukas. Und Liane Kruft. Vater und Sohn haben alles selbst gebaut, geschweißt und geschmiedet. Ein Großteil der Skulpturen wird aus Kupfer getrieben. Lukas Kruft arbeitet an einem Fischreiher. Eine Woche Handarbeit. Der 20-Jährige ist gelernter Metallbildhauer. Ich war halt immer schon mit meinem Vater in der Werkstatt als Kind und da habe früh einen Hammer und Nägel geschenkt bekommen, direkt handwerklich irgendwas gemacht, schon als Kleinkind. Und dann kam das so, kam nie was anderes in die Frage, ein Bürojob oder sowas. Was macht dir Spaß daran? Ja, dass es halt so vielseitig ist. Zum Beispiel die Beine, die werden geschmiedet, der Hals wird komplett getrieben, der Körper auch und dann das Zusammenlöten, das ist schon sehr abwechslungsreich. Alles, was Vater und Sohn herstellen, gibt es auch zu kaufen. Der Ausstellungsraum ist das Reich von Liane Kruft. Ich kümmere mich sehr gerne um unsere Gäste, die hierher kommen. Wir haben Besucher aus Europa, sogar aus Kanada haben wir sehr nette Kunden, die sogar mittlerweile unsere Freunde geworden sind. Der größte Teil sind wirklich Urlauber, die hier zufällig reinschauen, schauen sich den Skulpturenpark an. Und wenn die schon mal hier sind, sehen sie, dass die Arbeiten meines Mannes so besonders sind, dass man sie nirgendwo sonst eigentlich bekommt und auch nirgendwo sonst sieht. Und natürlich, wenn man dann hier ist, nimmt man sich auch gerne eine Erinnerung mit. Hubert Kruft ist gelernter Schmied. Sein Sohn Lukas ist schon die 5. Generation, die das Handwerk weiterführt. Von der alten Pferde- und Wagenschmiede in Niederprüm ist heute wenig geblieben. Aber eines schon, dass der Sohn beim Vater in die Lehre geht. Hat alles gut geklappt. Haben zwar viele gedacht, das wird nichts so, immer mit dem Vater zusammenzuarbeiten, aber war gut. Und wie war es für Sie, mit dem eigenen Sohn, den auszubilden? Im Prinzip sehr gut. Ich bin froh, dass ich so einen begabten Nachfolger habe. Deshalb kann ich mich jetzt ein bisschen zurückziehen und würde das in die Hände meines Sohnes legen. Wir werden noch lange zusammenarbeiten, aber er wächst jetzt immer mehr hinein. Die Produktion läuft. An Ostern geht die Saison los. Darauf freuen sich alle in der Schmiede.
Leffertz Werkstatt in Großlangenfeld. Die Instrumentenbauer sind langsam soweit. Also ehrlich gesagt, wenn ich das da oben abputze, dann ist da keine Frage mehr. Ja, du musst gleich drüber gehen, ne? Nur mal einen Schlag. Ein wichtiger Moment. Das Aufspannen der Saiten. Also die körperliche Geschichte ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das ganze Feintuning, die ganzen Zusatzsachen, die aber letztendlich das Instrument als solches ja beenden oder fertigstellen. Und jetzt steigt natürlich die Spannung, wie das klingt. Das ist ganz klar. Ja, ja, ist aufregend. Wenn die jetzt zum Beispiel den Kursus zu Ende haben, sage ich, jetzt knall nicht gleich dein Cello-Programm, was du kennst, drauf, sondern denk dran, das ist jetzt ein Wesensteil von dir, dieses Instrument. Mach mal einen Ton und höre, was es zu sagen hat. Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass man ein Instrument wirklich in- und auswendig kennt am Ende. Das war so wahnsinnig toll, die Schritte zu verfolgen. Und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, ich bin total begeistert. Es schwingt und es klingt eigentlich in allen Lagen ziemlich ausgeglichen und schön. Sie sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. In den 10 Tagen in der Schneifel. Auch der Burgbau bei Bleialf geht auf die Zielgerade. Bei Dauerregen. Aber das kann den Eifer der jungen Baumeister nicht stoppen. Die Stämme, die die Kinder im Wald gesammelt haben, bilden das Gerüst. In ein paar Stunden geht's los. Doch bis dahin muss die Burg bewacht werden. Denn es gibt Feinde. In der Vergangenheit gab es schon mal Vorfälle, dass dann andere Dörfer die Burg des Nachbardorfes dann angezündet haben und so. Das war allerdings hier bei uns eigentlich nie ein Thema. Hier in Brandscheid zum Beispiel, da war es anders. Die wurden früher schon öfters mal attackiert. Aber es ist in den letzten Jahren eigentlich sehr ruhig geworden damit. Also, aber ihr lasst die trotzdem nicht aus den Augen? Nein, natürlich. Jetzt nicht mehr, weil jetzt bräuchte man nur gerade ein Streichholz reinzuschmeißen, dann wäre alles am Brennen. Ja. Wenn der Regen übernimmt ja heute auch das Löschen hier. Das Innere der Burg ist mit Zweigen vollgestopft. Außenrum kommt ein Strohmantel. Jetzt muss es nur noch dunkel werden. Auch hier wird ein Feuer brennen. Ein bisschen kleiner, aber dafür handgemacht. So. Im Norden der Schneifel, in Dahlem, bietet Uwe Belz Wildnistraining an. Und wir werden. Wenn man es geübt hat und gut kann, könnte man auch so in den Wald gehen, sich aus Wurzeln oder aus anderen Pflanzenfasern eine Schnur drehen, so eine Sehne machen oder aus Leder das Holz zusammensuchen. Und selbst wenn es einen halben Tag dauern würde, ja, am Ende des Tages hat man Feuer. Wenn der Wildnisprofi Feuer macht, geht's ganz schnell. Und dann kommt der Augenblick, wenn es von selber qualmt, dann verfestigt sich die Glut. Und dann können wir so vorsichtig in das Glutnest rein transferieren. Die Natur war Uwe Belz schon immer wichtig. Sie wurde noch wichtiger, als er seine Heimat verlor. Ich komme aus einem Ort, der ist jetzt, den gibt es gar nicht mehr, Etzweiler, der ist abgebaggert wegen dem Kohleabbau. Und zu diesem Zeitraum, so um die 5, 27 Jahre alt, habe ich mir dann überlegt, Mensch,
wie gehen wir eigentlich mit der Erde um? Wie gehen wir mit der Welt um? Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und habe mich dann dafür interessiert, Mensch, wie haben das denn die Naturvölker gemacht? Uwe Belz hat eine dreijährige Ausbildung zum Wildnispädagogen gemacht. Dazu gehörte auch ein Jahr allein in der Wildnis. Das Intensivste daran war eigentlich so die Stille mit mir selbst auch. Und in dieser Stille, was dann passiert, wenn mal nicht der Kopf mit irgendwelchen Sachen dauernd beschäftigt ist und sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentriert, dann passiert da eine Öffnung. Ja, es passiert da eine Öffnung in einem. Und dann kam das wirklich so mit Macht, dieses Gefühl, ich bin mit allem verbunden, ich bin ein Teil von allem. Ja, wenn ihr den Teil habt, dann habt ihr den hoch. Oh, ja, das Gelände am Roten Hang, eine ehemalige Schießanlage, ist ideal für das Wildnistraining. Und geschossen wird auch. Die Teilnehmer sollen lernen, was sie brauchen, um in der Wildnis zurechtzukommen. Das Angebot geht vom Vater-Kind-Wochenende bis zum handfesten Survival-Training. Dazu gehört ein Bett für die Nacht bauen. Oder genauer gesagt, eine Laubhütte. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die erzählte dann, dass sie nämlich mit einer Freundin in den Bergen war, wandern, verloren ging. Als dann die Panik kam und sie erinnerte sich an das Wildnistraining, ne, von wegen, was mache ich, wenn Panik kommt und wie handle ich und so weiter und so fort. Und sie hat sich dann tatsächlich in einem Laubhaufen praktisch eingegraben, also praktisch die Laubhütte so ein bisschen variiert und hat dann auch die Nacht überstanden. Also was Lebenswichtiges gelernt im Wildnistraining. Stilvoll übernachten geht auch. In der Feldmaus in Olzheim zum Beispiel. 9 Zimmer, alle unterschiedlich. Sarah Egger hat das Hotel Anfang 2016 eröffnet. Ein mutiger Schritt, den einige etwas zu mutig fanden. Ist das Ihr Ernst oder wollen Sie es wirklich machen? Unternehmensberater, Steuerberater, Bank und so weiter haben eigentlich immer abgeraten, der Zahlen wegen. Und die Feldmaus ist allerdings eine Herzenssache. Die macht man aus Überzeugung und einfach nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Auf ihr Herz hat sie auch gehört, als sie in die Schneifel ging. Ihres Lebensgefährten wegen. Tierarzt Marquard Heidemann hat das Hotel mit ihr zusammen von Grund auf renoviert. Mit Sinn für Gemütlichkeit und Liebe zum Detail. Der Name Feldmaus hat Tradition. Die Feldmaus gibt es schon seit Jahrzehnten, schon seit über 25 Jahren. War auch immer schon ein ganz exotisches Hotel gewesen, wo viel mit Kunst gemacht wurde und auch mehr so ein Geheimtipp. Es war schon immer ein Haus, wo Leute, die nicht das Standardhotel suchen, hingekommen sind, die das Private, das Familiäre und den menschlichen Kontakt einfach wollten und gesucht haben. Auch ein Restaurant gehört zum Hotel. Abends, an den Wochenenden, hat die Küche geöffnet. Und die Küchenchefin ist Sarah Egger. Sie hat ihre eigenen Rezepte entwickelt und kauft die Lebensmittel auch selbst ein. Das meiste ist Bio. Brot und Brötchen holt sie einen Ort weiter, in Wilverath. Dort gibt es seit 3 Jahren wieder einen Bäcker. In einer alten Mühle. Rustikal und urig. Hier lässt sich Sarah Egger gerne für ihr Frühstücksbuffet beraten. Ich jetzt nur mal Mehl und Hefe und Wasser und Salz. Ja, nichts mehr anderes reinzumachen. Ja, ich mache noch Salz und Olivenöl rein. Jürgen Lasch ist der Mann am Ofen. Er hat wieder Leben in die Bude gebracht.
geht mit seinen Broten auch auf die Märkte in Bitburg, Trier oder Wittlich. Und er hat noch ein Projekt. Wir haben auf jeden Fall dieses Jahr vor, noch die Mühle wieder in Betrieb zu nehmen, um damit unser eigenes Mehl zu produzieren und vor allen Dingen den Mehlgrad herzustellen, den es früher mal gegeben hat. Heutzutage fängt das bei 9,97er Mehl an bei Roggen, ich will aber auf das alte 8,50er Mehl runter. Der Vorteil ist, der Teig wird noch fluffiger dadurch und das Mehl wird quasi nicht mehr hergestellt. Und hier die Mühle, das ist halt der Anreiz dazu, gerade die alten Sorten wieder herzustellen, wo kein Mensch mehr Interesse dran hat. Damit er nicht ganz ausstirbt. In der Bäckerei machen sie ihr eigenes Ding. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Ne? So wie Sarah Egger mit ihrer Feldmaus. Abendessen. Das Haus ist ausgebucht. Gut 20 Gäste erwartet sie im Restaurant. Die kommen vor allem in die Feldmaus, weil hier größtenteils vegetarisch und vegan gekocht wird. Ich selbst esse seit über 20 Jahren kein Fleisch mehr. Deswegen ist unsere Karte, eigentlich aber auch gewachsen in der Feldmaus, schon immer gewesen, vorwiegend vegetarisch-vegan. Fisch und Fleisch geht nicht ganz ohne, also muss man schon mit anbieten. Aber auch hier in der Eifel kommt es langsam. Und es gibt auch immer wieder Paare, wo die Frau anfängt, dann vegetarisch zu werden oder vegan zu werden, der Mann da aber noch nicht so richtig mitzieht und hier können dann eben beide herkommen. Das Konzept kommt an. Viele Wochenendausflügler kommen her. Und ihr Lebensgefährte wird dann vom Tierarzt zur Servicekraft in der Feldmaus. Individuell und familiär eben, wie es Sarah Egger gefällt. So macht ein Abend in der Schneifel Spaß. In Bleialf sind sie heiß darauf, den Winter zu verbrennen. Ruhe vor dem Feuersturm. Es kann schon sein, dass der Winter noch einmal kommt. Ende März oder sogar im April. Wie er es gerne tut am schwarzen Mann. Auch das hat Tradition. Aber er ist bis jetzt noch immer gekommen. Der Frühling in der Schneifel.